gemischten Strände, Swimmingpools, Strände, wo man gemeinsam schwimmt und badet, Männer und Frauen, auch das ist verboten. Ich habe vor einem Monat, glaube ich, oder zwei Monate in die Gruppe geschickt. Habt ihr das noch, kennst du das noch? Ein Video vor ca. 120 Jahren, ein Video, wo man zeigt, einen Strand vor 120 Jahren, wie er ausgeschaut hat. Ein Strand vor 120 Jahren, und das ist kein Strand in Mea Shearim, in Bnei Brak, ja, nicht irgendwo eine fromme, nein, nein, in Europa. Ein Strand in Europa, du siehst dort alle Frauen im Strand, so voll alles, Zanur, alles, und sogar im Wasser waren sie voll bekleidet, sowohl Frauen als auch Männer. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Ashulchan Aruch, Harambam, beide zitieren den Abschnitt vom Talmud. Talmud Masechet Gittin, letzte Seite, Seite 90b. Dort wird geschrieben, von welcher Frau man sich scheiden lassen muss oder soll oder muss. Dort steht geschrieben, wenn sie gemeinsam mit Männern schwimmt, sich badet und schwimmt, ja, in so einem Fall, dann fragt der Talmud, kannst du überhaupt dir vorstellen, dass eine anständige Frau zusammen im Meer ist mit Männern? Das ist, pfui, sowas gibt es gar nicht. Es ist unwahrscheinlich. So eine Situation ist unmöglich. Nein, nein, sagt der Talmud, nicht das ist gemeint, sondern dass sie badet dort, wo vorher Männer gebadet haben, und kann sein, dass jetzt vielleicht Männer reinkommen. Was hätte der Shulchan Aruch gesagt? Und das ist geschrieben in so einer Zeit, Mitzwalegarisha. Wenn ein Mann und eine Frau zusammen sind in einem Swimmingpool, laut dem Talmud und auch Shulchan Aruch und Rambam, es ist ein Grund zur Scheidung. Weil das ist nicht sittisch, ist nicht Zanur, dass eine Frau mit fremden Männern irgendwo badet. Und auch umgekehrt, auch Männer mit fremden Frauen. Es ist nicht sittisch, Lotzanur. Und er redet nicht über die Strände von heute. Shulchan Aruch, er war vor 450 Jahren. Maximum, er redet über den Strand, den in diesem Video war. Und über so einen Strand sagt er, mit zwei Legarischer. Was hätte er gesagt auf die heutigen Straßen? Ich weiß es nicht. Wenn du siehst heute im Sommer, wie die Frauen auf der Straße rumspazieren, ich bin am Sonntag mit dem Auto gefahren. Ich wollte kurz vor dem Abbiegen Polizei angehalten. Ich sage, okay, er hat mir noch gegeben, rechtzeitig noch, Gott sei Dank, rechtzeitig noch abzubiegen und weiterzufahren. Straßen abgesperrt, was war? Irgendeine Parade war dort. Bar Minan. Das ist, noch einmal, Entschuldigung, dass ich das sage, aber ist der Mensch wirklich in so ein Niveau gekommen, dass er sich den Tieren ähnlich sein will? Das ist halbnackt und mit Papa, Pipu, Papa. Puh, das ist Kaparata Vonot. Ekelig, das ist jetzt wirklich, der Mensch will sich den Tieren ähnlich sein. Du siehst, wo ist deine Menschlichkeit? Ein bisschen halbwegs Zanur. Du musst nicht jüdisch sein, um ein Mensch zu bleiben. Jeder normale Verstand sagt, dass es gibt den Charme, den die normalen Frauen haben, die normalen Männer auch haben. Heutzutage, du siehst, es gibt für Männer jetzt, lassen wir jetzt kurz mit Frauen beiseite, für die Männer, eine Halacha gibt es, für diejenigen, die nicht als Zeugen aussagen können. Das heißt, ihre Zeugenaussage ist ungültig. Es gibt einige Listen, wenn Verwandte sind oder wenn jemand ein Rascha, ein Bösewicht ist oder wenn jemand, sogar wenn jemand draußen auf der Straße sein Brot isst. Er geht mit einem Sandwich und so geht draußen am Markt spazieren. Oder wenn er ohne T-Shirt geht spazieren, ohne Oberhemd. Das ist auch, du bist jemand, der sich selbst als Mensch nicht respektiert. Wo ist dein Charme? Auch Männer, halbwegs ein bisschen, Zniut.